Knappiger mangelt es heute an Personal. Deswegen hat das Unternehmen entschieden, Sie heute auf der Strecke nach Freilassing einzusetzen. Sie können Ihren Dienst auf der Lokomotive auch gleich anteilen. Ab Bahnsteig nehmen Sie außerdem bitte noch die Passagiere mit. Dann kann es auch schon losgehen. Und damit moin mit Hallo und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video bei mir, den Alfinko. Ja, heute mal auf der Strecke Mündorf-Salzburg mit der wunderschönen Baureihe 247, die neu erschienen ist am 19.11. Ich habe es leider eher nicht geschafft, deswegen nehme ich heute das Video auf. Kriegt ihr zu kaufen bei Steam. Links sind alle unten in der Videobeschreibung. Ja, und ich würde sagen, wir setzen uns erstmal rein hier in so eine schöne Baureihe 247. Ist natürlich mit von der Familie Vectron. Und wir tun jetzt mal die PCB und die SIFA anschalten. Dann ist hier schon alles fertig eigentlich. Rufe und Makro funktionieren. Richtung, dann können wir nach vorne machen. Ja, okay, dann kann man das auslassen. Richtung an. Sehr schön. Auch schön, was los hier. Kommt noch eine 245, da fährt noch die Vectron. Sandsteuer, Durchführung, Privatschalter. Das brauchen wir alles nicht. Können wir alles, leider wird das nicht bedient. Können wir noch die AFB einschalten. Ausfahrt ist mit 120, genau. Der Zug darf jetzt auf uns warten. So, okay. So, gucken wir mal. Sieht alles ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, können wir ja auch abfahren. So, hören wir uns mal den Sound an. Ja, ich würde sagen, der Sound hört sich ziemlich gut an. So, genau. Also, wir fangen erstmal von vorne an. Wir sind hier heute auf der Strecke Mühlendorf-Salzburg unterwegs. Auf der deutsch-österreichischen Grenzstrecke. Also, wir fahren dann mit über die Grenze. Wir fahren dann über die Grenze. Wahrscheinlich jetzt nicht in dem Szenario, das weiß ich gerade gar nicht, aber ist jetzt auch erstmal egal. Ja, und da fahren wir dann mit der neu erschienenen Baureihe 247 von RSSLU. Genau. Und die Strecke, die ist ja auch neu, die habe ich ja am Wochenende Livestream darüber gemacht. Oder von der Strecke Livestream gemacht. Die ist ja auch von RSSLU. Genau. Ja, die Baureihe 247 war das jetzt. Ja, ist gehört unter der Vectron-Familie. Der eine oder andere kennt sie ja. Also vom Aufbau kommt sie definitiv bekannt vor. Nur dass es eine Diesellokomotive ist, eben halt perfekt für diese Strecken. Genau. Und wir fahren jetzt von Garching nach Freilassing. Also geht ungefähr 40 Minuten und die Strecke hat auch jetzt 50 Kilometer oder der Streckenabschnitt hat 50 Kilometer. Sonst geht die Strecke normalerweise von Mündorf bis Salzburg Hauptbahnhof. Und auch noch ein Stück weiter kann ich euch dann mal beim nächsten Bahnhof auf den in der neuen Ansicht zeigen. Und jetzt werde ich mich erstmal hier so ein bisschen konzentrieren, ja. Das ist ein Karriere-Szenario und genau. Können wir mal ein paar Pluspunkte sammeln, aber irgendwie kriegen wir hier nur Minuspunkte. Ja. Wie zu erwarten,
viel zu bedienen ist hier wirklich nicht. Also hier haben wir die Hupe, das Horn, ist eigentlich dann der Rennschlüssel, aber der will irgendwie auch nicht so richtig. Hier haben wir unseren Richtungswender, Frontal, Rückwärts- und Vorwärtsstellung. Aber was das hier ist, weiß ich nicht. Hier haben wir unser Evo da. Bei Auswahl der PZB ist die Geschwindigkeit auf 50 km/h zu reduzieren. Ja, gut zu wissen. Ja, hier ist unser Evola-System mit unserer Traktion und unserer Bremskraft. Ja, Tacho. Ja. Eigentlich könnte man sonst normalerweise eigentlich noch ein paar Sachen mit hier einstellen, aber geht hier leider nicht. So, dann haben wir hier unsere Gaplight-Beleuchtung. Haben wir unser Licht von außen. Weiß ich nicht, was es ist. Und Ansteuer haben wir den Türöffner. Hier haben wir noch den Türwahlschalter. Ja, auch nochmal Fußballplan. Brems- und Kombihebel. AFB. Ja, Motor ein, Motor aus. Genau, Motor ein, Motor aus. Trennschalter. Und hier haben wir unsere PZB. Beeinflussung und anderes Gedöns. Gut Deutsch gesagt. So, na gut, dann lass uns jetzt erstmal ausrollen hier. Die AFB, die schlägt ja auch nicht an. Irgendwie. Wir haben ja schon von der 245, die wir letztens in Westring gefahren sind, aber naja. Irgendwie wollen die alle hier nicht sein. Das RSSLO hat sich damit irgendwie ziemlich schwer. Aber nein. Ist halt so, kann man nicht ändern. So, jetzt werden wir in Kirch bei Dach halten. Das Geräusch ist hier übrigens auch wie sicher. Dieses. Nicht, dass ihr euch dann wundern tut. Ist die sicher. So, okay. Dann einmal anhalten. Das war ja sogar pünktlich hier. Hey, wieder. Nein, nein, jeder. Ja. Ja, jetzt wird es noch mal ein bisschen Schwung von der dynamischen Bremse haben. So, ja, die Rollos, die funktionieren auch. Kann man auch ziemlich weit runter machen. Sind hier oben zwar so ein bisschen verpackt, wenn ich die hoch und runter mache. Nicht so schlimm. Scheinbar schon, ja, gute Frage. Ich weiß nicht, auf welcher Taste der ist. Ist die gerade gar nicht. Fenster kann man auch aufmachen. So, hat auch ein schönes Geräusch. Und die Türen kann man auch offen zumachen. Muss man ja SSLO ja mal loben, dass das alles funktioniert. So, na, geht's weiter jetzt nach Tittmoning Wiesmühl. Wenn es richtig ausgesprochen, aber. Das sind ja für mich Oberfachbegriffe, die sind für mich alle ja, ein bisschen schwierig. So. Sie vermeldet sich auch nochmal. Ja, so schöne Lokomotive kostet 13,99 Euro im Steam Workshop. Wie gesagt, Link zu einer Videobeschreibung, sowie auch ihr, sowie auch das Hauptspiel, also Transformers 2022, ist auch verlinkt, kriegt auch einen Steam Workshop zu kaufen und die Strecke. Mühlendorf Salzburg ist auch unten verlinkt, so wie es ja eigentlich immer gewohnt sein von mir. Genau. Ist eine schöne Strecke. Hat schon ein paar Szenarios hier gebaut. Macht sehr viel Spaß. Ne, weil hier auch wirklich ja, ordentlich was los ist, auch an Güterverkehr, erstaunlicherweise. Haben sie jetzt zwar jetzt leider Gottes jetzt hier nicht so schön umgesetzt im Teil. Also hier ist echt wenig Verkehr. Und weil das ja bis Freilassing hier eigentlich alles nur eingleisig ist, ja, muss man eigentlich so gut wie bei jedem Bahnhof eigentlich warten. Ja, bis zur Weiterfahrt, aber naja. Der reale Fahrplan sagt was anderes auf der Strecke, zumindest. Fahren auch, ja, Intercities fahren eben halt auch lang, Regionalbahn, ja, Güterverkehr eben halt. Sonst fährt ja eigentlich die Baureihe 612 eigentlich entlang, wenn mich nicht alles täuscht. Auch dieser Diesel-Triebwagen. Der ist schöner, ganz niedlich. Die Vectron hier, die Baureihe 247, die 245 fährt auch öfters lang.
Die Class 66 fährt auch öfters lang, die V200 fährt ab und zu auch hier lang und eben halt diverse Rangier-Lokomotiven eben halt für kurze Gütertransportfahrten fahren hier lang eben halt. Ne? Wie gesagt, dann ist eben halt Güter sehr groß hier vernetzt, regional und auch der City-Verkehr, muss man auch dazu sagen. Ist alles mit dabei. So. Außen gucken, ja. Was jetzt Angst bekommen hier. Genau, wir haben hier zwei Dusters hinten dranhängen heute mal. Und kein Steuerwagen, weiß ich gar nicht, ob das typisch hier ist. Für die Strecke. Ich habe es mit Steuerwagen angemacht und die Videos, die ich mir dazu angeguckt habe, da hatten sie auch alle einen Steuerwagen mit dran gehabt. Oh, naja. Ist eben halt so. Oder meist. So. So, genau. Übrigens, das ist ja noch unser Zugpunkt eben halt. Und hier hinten Maschinenraum und Versicherung an drum und dran, wo wir eigentlich normalerweise sonst die AFB und die SIFA einschalten dürfen, die LZB. Obwohl ich glaube, der Zug hat gar keine LZB. Sieht mir jetzt zumindest auf dem ersten Auge jetzt erstmal nicht so aus. Aber was er sagen muss, ist einfach schön, dass die Uhrzeit jetzt nicht. So, gut. Ja. Sonst muss ich sagen, ich bin ja schon ein paar Runden jetzt mit der Lokomotive gefahren, habe schon ein paar zum Angeln gebaut eben halt. Ja, ist ein super Fahrzeug, die Bremskraft. Ja, vom Sound her ähnelt sich es fast. Finde ich persönlich. Hab die Baureihe jetzt zwar im Real Life jetzt in Action gesehen, aber ja, ist schick halt, ne? Ist schon schick. So, und wenn wir das mal jetzt hier Wiesmühl anfahren, dann halten wir noch in Friedofink. Mein Gott, ey, das sind ja Bananen. Kirch anschauen und laufen. Naja, dann laufen wir mal. Laufen. Wir fahren mal nach Laufen. So. Auch so eine schöne idyllische Landschaft hier so. Naja, wir werden uns wieder wie so Alice im Wunderland hier. Ja. Aber naja, gut. So. Aber sieht nicht schlecht aus. Oh, hier schon mit Brücken und kleinen Flüssen hier so. Was ich ungewohnt finde bei der Baureihe ist, dass du hier an den Seiten ja keine Fenster hast. Und die sind erst so weit da hinten. Was man auch wieder sagen muss, wenn man Fenster aufmacht oder die Türen aufmacht, wird, ja, Soundunterschied ist mal wieder nicht vorhanden. Aber, naja, mich wundert's nicht. Irgendwie ist dafür RSSLU bekannt. Oh, naja, ist halt so, kann man jetzt auch nicht ändern. So, dann machen wir mal bremsen hier. Also langsam mal hier Richtung Stehen kommen. In Wiesmühl. So. Und ausrollen hier. Bahnsteige sind ein bisschen kurz hier. Dann steht noch ein Güterzug. Mit der 245. Nein, ich muss aber sagen, die Bremsen sind echt gut. Das muss man ja mal lassen. Und dann sind wir wenigstens auch hier wieder pünktlich. Sefa, du wirst auch nochmal getappt werden. So. Dann lasse ich hier diesmal angezogen. Ich lasse aber wieder wegrollen hier. Und das Szenario dann wieder abbricht.
Jetzt kann man leider die Tür jetzt hier nicht so aufmachen. Naja. Erstmal letztens überlegt, ja, wo ich das Probefahrt gemacht habe, wie die eigentlich hier rüberkommen. Habe ich gesehen, hier, die laufen einfach über so ein Holzbretter hier rüber. Naja. Interessant, interessant. Ist hier überhaupt irgendwas? Kleines Dörfli. Ein kleines Dörfchen. So. Oh, jetzt fängt es auch an zu regnen. So, dann können wir da fahren. So, kannst du mir mal den Zaun mal von außen anhören? Ich muss auch sagen, also die Texturen und so von außen sind auch sehr gut, also kann man alles lesen, wunderbar. Das gefällt mir schon mal richtig gut hier. Oh, jetzt können wir sogar 160 fahren. Wollen wir das mal ausnutzen? Oh ne, 120. Entschuldigung, zu früh gefreut. Leider gibt es ja keine Innenansicht. In den Dostos. Ja, ganz uralten. Ach was, Aspas uralten Dostus, oder wie man immer so schön dazu sagt. Aspas uralt, ja. Ja. Schon dunkel jetzt hier, ey. Aber da wenig böse Beleuchtung an, ja. Mehrere Stufen, ah, Scheinwerfer hat ja mehrere Stufen sogar. Das ist ja. Von Qualität kann man da schon sprechen. Aber wo ist denn hier der Tast für die Scheibenwischer? Das ist ja ohne, das ist ja alles nur Fingeranlage. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber scheint so zu sein. Und dieser Sieferton geht mir ja auch wieder ganz schnell auf den Zeiger hier mit diesem Piep. Ah, furchtbar. So was finde ich ja schlimm. Weil es muss ja ein akustisch gutes Signal, ja, Tongeräusch sein, eben halt, um den Lokführer aufmerksam zu machen. Im ICE, dann sagen sie ja, sagt ja immer so eine schöne Frau, das ist eine schöne Frau, weiß ich nicht, ob die Frau schön ist, aber sagt ja so eine Frau mit so einer schönen, zärtlichen Stimme mal, Zipa, Zipa. Oder eine 101er, Zipa, Zipa. Und TTG zum Beispiel. Ah. Naja, auch schön. So, dann halten wir schon wieder an Friedolfing. Wenn das richtig ausgesprochen ist. Ich schwäche es nie. Kenne die Ecke hier unten gar nicht. Und wir sind auf hier verdammten Minus irgendwie gerutscht. Ja, irgendwie kommen wir nicht mehr raus. Ja. Mist, 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 Mist. So. Übrigens, wenn ihr euch den Zug kauft und die Strecke eben halt habt, ihr eben halt gleich passend dazu eben halt auch ja, Szenarien. Und das ist jetzt gerade ein Szenario davon, was ich ja gerade fahre. Mit der 247. Mal ausmalen hier. Ah, es bleibt pünktlich. Wollen wir jetzt den King Kopf darüber machen? So. So. Oh, noch ein bisschen unterstützt gleich mit der Bremse, mit der E-Bremse. Ja, sind wir schon wieder? Sind schon wieder. So. Aber hält gut an, die Kiste hier. Hält gut an. Oh Gott, wann sind die Dostos? Schon von 2011 oder irgendwie so. Oh Gott. Aber so ist es. Kann man alles nicht ändern. Aber könnt das Szenario umbauen und einem drum und dran.
Bin ich ja schon angefangen, aber ich wollte jetzt kein selbstgebautes Szenario zeigen, sondern ich wollte ja erstmal so ein Standard-Szenario von den mitgelieferten Fahrzeugen und allem nochmal dran zeigen. Kommt, glaube ich, zum Anfang immer ein bisschen besser. So. Oh, stehen aber gerade so hier. Gerade so. Und dann haben es eben halt die Leute hier nicht so weit zu laufen, weil sie ja wieder hier über den Trittstuf hier laufen müssen. Naja, ist schon schlecht gemacht. So, und dann geht's weiter. Nach Kirchanschorigny, oder wie das ausgesprochen wird, keine Ahnung. So. Oh, die Kiste, die zieht doch orange. Gut, die zieht das da hinten auch echt ziemlich Gewicht. Davon abgesehen. Aber hat schon Power unter der Auge. Die Kiste. Muss man ja sagen. So. Hey, Scheibenwischer, geh doch mal aus hier. Der Scheibenwischer geht nicht aus. Wo ist denn die scheiß blöde Scheinwäsche? Das hat doch gehört zu regnen, Leute. Naja, Siefer, ja. Scheinwäsche. Wo ist denn dieser Scheinwäsche? Ist der Sandstreuer? Kindsound, okay. Da. Ah, ich hab ihn gefunden. Ich auch schnell. Bin stolz auf ihn. Ich hab ihn gefunden, den Scheinwischer. Ganz versteckt. Die Kiste können wir hier offenbar zu machen. So. Also wir jetzt einfach nur ausrollen hier. Zum nächsten Zielen. Der auch schon in 1,7 Kilometern ist. Und dann haben wir ja nur noch Laufen. Laufen ist dann noch und dann. Freilassing. Der Freilassing ist die Strecke dann bis nach Salzburg auch wieder elektrifiziert. Weil wir auch von dort aus fahren auch, glaube ich, ICE-Züge. Die ICE Villaro D zum Beispiel, die ja, über Land wollte ich nicht sagen, nein. Ja, die über die Grenze fahren und so. Genau. Und die ICM3-Züge. So, das Signal jetzt hier, das ist jetzt für das ist ein Zeichen, dass der nächste Bahnübergang gesichert ist. Wenn er aufblocken tut, weiß leuchten tut. Genau. So. Und bremst es echt gut hier. Also 120 bremst er echt gut runter. Verdammt gut. Oh, bestimmt das Bahnhofsgebäude hier. Auf der rechten Seite. Oh, muss ja gleich mal angucken. So. Das ist schon schick hier. Ja. Wir sehen zwar ein bisschen. Ja. Komisch aus. Aber. Wer weiß, vielleicht ist es in Realität so. So. Können wir uns ja mal umgucken hier. Ja. In Kirchanschörung. Ach, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Das ist. Ja, alles ein bisschen zu schwierig. Okay. Ich glaube, die Passagiere, die rufen dann hier runter auf diesen schmalen Weg hier. Sind sie auf der Hauptstraße, da hinten ist die Schranke unten. So halten wir wahrscheinlich auch nicht. Das sieht mir ja aus wie das Bahnhofsgebäude, wo ein Basketballplatz ist. Aber schön, dass man die Wartezeiten hier vertreiben kann so ein bisschen. Schick, schick, schick. Fahrgastinformation. 14.3, Entschuldigung. Oh, zügig. Dann ist er bald und löscht. So, gut. Dann fahren wir jetzt weiter hier mal nach Laufen. Laufen. So. Aber sonst im Großen und Ganzen muss ich persönlich sagen, sehr schöne Baureihe. Vom Sound her und so. Ist schon schön.
Damit kann ich wenigstens was anfangen. Da habe ich schon mal Fahrzeuge gesehen. Und ist sogar noch recht aktuell. Wie gesagt, am 19. habe ich glaube ich anfangs gesagt, ich glaube irgendwie am 19. kam das, kam die Baureihe raus, auf 10 zumindest. Die Vectron kann man sicher bei, ist das nicht bei Brittle Raybox kaufen? Ah, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo ich mir die gekauft habe. Ich habe die auch. Aber wo ich die habe, ui, Junge, weiß ich nicht. Also wo ich die gekauft habe zumindest. Das weiß ich nicht. Mal da mal gucken. Wenn ich das nicht vergesse, dann schreibe ich es euch dann mit unten in die Kommentare rein. Ah, ein bisschen wenig Gegenverkehr ist hier los. Wenn man auf diesen Überholspuren oder Gegenspuren, Fahrgleisspuren wird. Naja, so ist es. Ah, die Hektometertafeln, die stimmen wenigstens überein. War ja auch schon nachgeprüft. So. Und 110 noch erlaubt. Kurz vor Laufen wird wahrscheinlich noch eine engere Kurve kommen da vorne. Aber das werden wir mal sehen. Ich glaube, in Laufen jetzt, weiß ich gar nicht, ob ich da im Rest bin. Gefahren. Das weiß ich gar nicht. Sag mal, es leuchtet da hinten in so, oder ist das Vorsignal? Ist ja das Vorsignal. So. So, 110 Ankündigung. Oh, nicht bestätigen, weil jetzt kein Magnet. Also mit jetzt runterrollen hier. Vorsignal. Und da vorne kommt ein Hauptsignal mit Vorsignal. So. Ja, sie fahren. 10 ab hier. Mit dem Uni bestätigen. So. Bremsen wir mal schon. So. Ui, hier wird man dreigleisig hier. Heuer die Waldfee. Seltene Bilder. So. Okay. Ah, wir rollen noch ein Stück, kleine Stücke nach vorne. Krass auf alle unsere Fahrgäste was davon haben. So. Sehr schön. Und dann mit hier aufmachen. So, jetzt wollte ich euch ja mal zeigen hier. Die Strecke. Genau, hier oben starten wir in Hildorf. Gut, da großer, relativ großer Güterbereich eben halt. Das sind die ganzen verschiedenen Abzweige. Hier geht es dann weiter. Zack, zack, zack. Hier haben wir dann Freilassing. Gott. Na, wir kommen auch von überall, kleiner Güterbereich her. Dann geht's hier los. Hier ist noch Güterbereich, Güterbereich, Güterbereich. Und ja, wir haben dann Salzburg Hauptbahnhof und da geht es hier unten nur weiter bis zur Regionalbahnlinie und hier hoch. Kann ich sagen, ist sehr gut gelungen. So.
So, dann fangen wir mal den letzten Halt jetzt an. Auf die letzten 12 Kilometer. Das ist mein etwas kürzere. Okay. Das ist wenigstens eine etwas kürzere Strecke gewesen. Aber es ist auch nicht so schlimm. Dafür war ja die andere länger, die wir letztens hatten mit der Baureihe 178. 87, Entschuldigung. Sicher. Trinken hier nebenbei. So. Ja, super. Aber ich muss mal aufzählen, dreimal tippen oder gedrückt halten am besten. Die Siefer reagiert manchmal nicht so. Besonders. Und die Siva ist auf der Taste Q hier, also zu bestätigen. Nicht auf Taste Enter, wie man es ja sonst gewohnt ist, wie von TTG zum Beispiel. Oder von 3D zurück hier auf der Enter-Taste, auf der Leertaste. Ne, hier ist sie auf der Taste Q. Aber auch das steht alles im Handbuch mit drinne. So, genau. Ja, was mir auch aufgefallen ist, kenne ich ganz auch gar nicht, dass hier die Prozente angezeigt werden, wie viel Zugkraft wir gerade anfahren. Und es geht bis zu 100%. Und auch die Bremskraft eben halt. Muss ich sagen, also kenne ich so auch noch nicht. Auch das erste Mal, dass ich das sowas sehe. Oder ich habe es einfach vorher nie wirklich gesehen oder drauf geachtet. Das kann ja natürlich auch sein. So. Ein bisschen Holz hier. Auch schön. Ist schon schön gemacht hier. Mit den ganzen kleinen Städten oder sogar Dörfer. Was auch immer das hier ist. Wie gesagt, ich kenne mich jetzt hier nicht so aus. Aber wenn der eine oder andere das weiß, in der Ecke schon mal war oder aus der Ecke kommt, kannst du mir ja sehr gerne in die Kommentare schreiben oder bei Instagram. Wir schreiben mir ja auch immer privat bei Instagram. Okay, Videovorschläge oder Verbesserungsvorschläge. Viele schreiben mich auch mal an wegen meiner schlechten Tonqualität, aber mein Headset. Ja, kam bis dato bis jetzt immer noch nicht an. Die bestimmt schon seit 3 Monaten drauf oder irgendwie so. Furchtbar. Furchtbar. Was will man machen? So. Gut. Das müssten wir ja eigentlich dann gleich hier. Nein, ein kleines Stück ist es noch. Ja, 2 Kilometer ungefähr noch. Bis wir hier an die Hauptstrecke mit an. Uns mit anschließen an der Hauptstrecke. So. Dann haben wir so eine kleine schöne Brücken hier. Wenn man so ein kleiner Fluss oder Bach hier lang geht. Auch sehr schön. Was ich auch mal sagen muss, rechts und links mal nur Wald zu sehen, anstatt immer nur Felder, aber irgendwie so. Ist ja auch mal was anderes. Sieht man ja auch mal nur viele Felder oder irgendwie so. Oder Büsche.
Und jetzt sieht man nochmal was anderes, wie zum Beispiel jetzt hier ein Fahrradweg oder ein Forstweg. Oh, sehr schön. So, da vorne ist noch Freilassung. Ja, so weit würde ich jetzt gar nicht runterrennen. Ja, schon ein gelbes Vorsignal. Da bremsen wir auf unter 85 km/h. Gleich reinschmeißen in die 1000 Hertz Überwachung. Hier haben wir einen kleinen Güterbereich hier. Stimmt hier eine kleine Industrie hier oder irgendwie so. Wer weiß, was das hier ist. Aber schön. So, das tun wir jetzt mit PCB Wachsam bestätigen. Unter 85. Ich denke mal, da vorne werden 60 sein. Ich habe noch ein bisschen ausrennen lassen. So. Dann bremsen wir erstmal runter auf 60. Jetzt wahrscheinlich uns anschließen werden hier auf die Hauptstrecke. Und mit den Signalen kann ich mir hier noch nicht allzu gut aus. Ah, 40 sogar. Das war wohl nichts mit den ganzen Pluspunkten. Was lang können wir noch? Wir wollen ja auch pünktlich hier ankommen, dass unsere Fahrgäste ja auch noch ihre Anschlusszüge erreichen können. So. Genau. Hier sehen wir schon, da ist schon los mit der Oberleitung. Hier ist auch überall Oberleitung. Und jetzt. Geht's bei uns sehr hoch los hier vorne. So. Und wir haben einen riesen Weichenbereich hier in Freilassing. Da vorne steht auch noch unter City Waggons abgestellt. Ja, sieht schon nicht schlecht aus. So. Ja, kurz an, wir gehen hier rüber, hier rüber. So. Sehr schön. Sieht man nochmal die 245 hier. Sehr schön. So, halten wir mal hier unterm Dach. Das wird für die Passagiere ganz angenehm sein. So. Okay. Nochmal gedrückt das letzte Mal. So, ja, machen wir die Türen auf. Genau. Und ziehen wir überall ein bisschen Bremse an hier. Störung. Ja. Dann haben wir die Receiver ausgemacht. Rechnen wir mal auf neutral. Licht. Kann man ausmachen. Ist das aus. So, zack, zack, zack. So, auf wen machen wir zurück? Und dann werden wir diese Motor haben. So, wir sind sehr stolz auf sie. Alle Passagiere sind wohlbehalten an ihren Ziel gekommen. Ja, bin auch stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Diesmal ohne Zwangsbremse. Und das ist ja auch mal ja, zur Rede wert. So, dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst es mir ganz gerne wissen mit einem Däumchen nach oben. Ja, und wie gesagt, unten in der Videobeschreibung sind alle Links. Wenn ihr euch die Strecke holen wollt und auch die Lokomotive oder nur die Lokomotive, ist ja egal. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.